Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Diese Begrüßung ist einfach nur, um sicher zu gehen, weil ich nicht mal weiß, ob ich das hochlade. Ich will bei einem Training Mode Combo Contest mitmachen und werde dafür fucking viel labben müssen. Aber ich nehme es einfach mal auf, allein schon, weil, wenn ich es land und nicht aufnehme, wäre belastend. Ich habe schon so ein bisschen Konzept überlegt, habe keine Ahnung, ob das geht. Man darf eigentlich alles machen, auch Spirits alles, außer Custom Stages. Und ich muss mich jetzt erstmal zurechtfinden. Ich hatte überlegt, ob ich mit dieser Stage arbeiten kann und werde auch erstmal hier hingehen, um es zu testen. Und natürlich mache ich die Combo, also ich nehme mir... wo ist mein... Das Spirit Set brauche ich mit meinem klassischen K-Rule und ich werde die Combo gegen Ridley erstmal versuchen. Wenn es nicht klappt, dann werde ich vermutlich nochmal wechseln, den anderen Charakter. Ich weiß halt nicht, wie das mit dem Gewicht im Moment ist. Ich werde wahrscheinlich auch auf ein paar Prozente sofort setzen müssen. Ich probiere erstmal nach und nach die Combo durchzuführen. Und ich sehe jetzt schon die ersten Probleme mit der Stage, weil ich dachte, hier wäre noch ein bisschen mehr Platz zwischen Plattform und dem da. Also, der erste Teil, wenn ich halt den CPU-Damage jetzt schon mal hochsetze, muss ich das immer wieder ändern, deswegen probiere ich es erstmal so. Der erste Teil der Combo beinhaltet nicht, dass das Ding so weit hochfliegt. Ich sehe schon, das wird das erste Problem. Das ist schon zu hoch, ne? Weil das Ziel ist, dass ich ihn mit dieser Combo irgendwie reinhitte, aber wir sehen, was das für Knockback im Vergleich zu dem ist, was ich brauche. Geh mal wieder hoch. Ich sagte, geh mal wieder hoch. Danke. Boah, vor allem muss ich das jetzt... Gibt's hier nicht irgendwie ein... Ich meine, okay, es gibt den Reset Training Mode, die Kombination. Das ist eben die Sache, weshalb ich dachte, hier so ein bisschen... So, Reset Positions kann ich damit machen. Ich habe eben gedacht, hier ein bisschen Start Damage macht auf jeden Fall den Schritt einfacher. Aber irgendwie muss ich das hier reinhitten. Das Problem ist, das war jetzt zwar true, aber wenn ich das mache, funktioniert der nächste Teil, den ich in der Combo geplant habe, nicht. Jawohl, das setzt auch den Damage zurück. Denn nachdem ich ihn da reingedönert habe, ich überlege gerade, kann ich das irgendwie besser machen für mich? Das Problem ist, dass ich nicht dafür sorgen kann, dass der Launchstar in die Richtung zeigt, in die ich will, ohne ihn nach oben zu werfen. Gibt's irgendeine Alternative, die ich machen kann? Ja, okay, das war bad und ich sehe jetzt schon, das klappt nicht. Das ist ein gutes Stück zu weit. Da muss ich hier gleich am ersten Schritt der Planung überlegen. Also ich erzähle euch mal einen Plan erstmal. Wir hauen ihn erst irgendwie in den Launchstar rein. Hier liegt dann ein Fake Smashball. Ich weiß gerade nicht... Ah, das macht's... Erstmal, warum fliegt der? Warum liegst du nicht? Der Plan ist nämlich, dass ich den explodieren lasse und damit uns beide in die Luft jage. Meine eigenen Prozente... Das stelle ich auch gleich mal hoch. Das ist zu viel. Ich brauche auf jeden Fall viel Schaden, damit ich auch gut weggenockt werde. Und... Ich merke halt schon, dass gefühlt alles, was ich geplant habe, anscheinend nicht funktioniert. Allein weil ich dachte, ich schaff's. Warum liegt er dieses Mal? Genau das brauche ich. Und eine Dash Attack tötet auch. Ich merke, meine Prozente waren etwas zu viel, meine eigenen.
Aber es geht in die richtige Richtung. Ich setze mich mal auf 80. Wir testen jetzt erstmal nur aus, wie das Knockback von dem Smashball ist. Jetzt wurden wir beide dahin genockt. Das scheint ein Problem zu werden. Der ist nur jedes zweite Mal. Ja, der ist jedes zweite Mal so. Ich flieg aber ein gutes Stück zu weit seitlich. Und der ist viel zu stark. Uff. Also ich kann wirklich alles machen im Training Mode. Ich überlege gerade, ob mir auch irgendwas anderes auf die Schnelle einfällt. Ich werde hier jetzt auch einfach weiter aufnehmen und leben. Ich meine, das war ganz lustig, aber... Aber ich habe schon was gesehen, mit dem ich vielleicht arbeiten kann. Was viele nämlich nicht wissen. Wow, in die Richtung. Ich könnte versuchen, damit zu arbeiten, dass nicht das passiert, sondern dass der Bohrer in der Wand stecken bleibt. Ah, das sendet aber in die Richtung. Aber ich habe schon eine Idee, auch wie ich das nutzen könnte. Ich guck mal, wie das sich verhält. Okay, das habe ich verfehlt. Aber ihr seht, worauf ich hinaus will. Und damit ihr das seht, das ist true. Ihr seht. Bisschen hier hinstellen. Wow. Ich muss aufpassen, dass ich den Bohrerteil da... entsorge wirklich. Jawohl, damit kann ich arbeiten. Aber ich würde gleich mal sagen, wir machen nämlich schon sehr viel Schaden, was es schwierig macht, eine längere Kombo. Andererseits, also ich bin auf jeden Fall zufrieden mit meinem Setup, mit dem ich hier jetzt begonnen habe. Wir haben gesehen, Ridley fliegt dadurch auch auf die Plattform hier. Oder war es die da? Auf jeden Fall, er war auf 25. Wir versuchen mal, wie das Ganze aussieht, wenn er auf 0 ist. Mich selber setze ich trotzdem aufgrund des Rages hoch. Und ich würde gerne einen Teil einbauen, in dem ich auch getroffen werde, deswegen nicht zu hoch. Hier so 80%. Wir leben einfach jetzt. 2 Wochen Zeit habe ich für die Combo, die ich dann einsenden müsste. Das sind 62%. Jetzt stellt euch mal vor, wir haben zum Beispiel... nicht zu viel. Uff. Da eine Landmine gesetzt. Wie habe ich mich da gerade selber getroffen? Ah, verschissen. Das hätte ihn dann in die Luft gejagt und da reingedönert. Das war die Idee. Und ich glaube, das geht auch. Ich muss dafür halt richtig treffen, wie wir gesehen haben. Ich muss erst die Bombe setzen, weil die despawnt schneller. What the fuck? What the fuck? Okay, diese Kombination mit der Back-Air war ganz behindert. Wenn ich innerhalb der nächsten 2 Wochen nichts bekommen sollte, dann sende ich das ein. Das war weird. Also, aber er explodiert dann, dann könnte ich. Das wird halt ein Problem. Das sind die Items. Ich muss die richtig verwalten. Also, Launchstar ist da in der Ecke, der bleibt ein bisschen liegen. Das muss ich gerade mal hier auskundschaften. Okay, der lässt mir mehr als genug Zeit. Der lässt mir mehr als genug Zeit, dass ich ihn schon mal ablegen kann.
Dann mein Setup hier drüben. Ja, okay, das habe ich verkackt. Das habe ich verkackt. Und ich muss den Launch Star vor dem Bohrer werfen. Skill. Ich muss den Launch Star am besten. Am besten lege ich mir den auch. Ich lege mir hier unten alle drei Items, die ich bisher eingebaut habe, zurecht. Nehme die Mine, schmeiß sie hier an die Wand. Nehme den Launch Star, schmeiß ihn dahin. Nimm das Ding, schmeiß es so. Das habe ich jetzt schon wieder gemacht. Ich hätte vielleicht die Back-Air nicht machen sollen, aber what the fuck ist denn das schon? 161% und dieser Winkel. Aber ich glaube, ich bin hier... Alter, ich habe gerade richtig Spaß daran. Vielleicht mache ich häufiger Trailing-Mode-Kombos und ich sollte die... Das ist der Nachteil. Ich muss halt gucken, ob ich das Spirit-Set beibehalte. Ich denke schon, ob ich es einbaue, kann ich dann ja entscheiden. Also. Ja, ich muss mir das am besten in der Reihenfolge zurechtlegen, wie ich es brauche. Macht es ein bisschen einfacher, hab verkackt. Ja, okay, komplett verkackt. Also, Launch Star Bohrer, das Ding. Ich muss ein bisschen reinkommen. Ich bin kein Items-Spieler normalerweise. Und mir vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen. Die läuft mir nicht davon hier. Ah, verkackt. Das... natürlich brauche ich das Spirit Set. Ich Vollidiot, wenn ich die Combo damit starten will. Schön, dass mir das gerade selber mal auffällt. Also... ich glaube, der war nicht gut platziert. Darüber reden wir nicht. Wow! Gute Idee! Ich mach am besten einfach die Bombe weg! Wenn ich's mal so setze aus Interesse. Ja, und damit ist schon verkackt, weil man Launch Star nicht sie droppen kann. Habe ich es gerade genauso gemacht? So, die Mine da zu platzieren ist auf jeden Fall gut. Das war falsch gesetzt. Das muss halt schnell gehen, wenn ich an dem Punkt bin. Das ist aber, das ist so eine Sache, die immer wichtig bei solchen Contests ist. Das gibt auf jeden Fall Kreativitätsbonus, wenn ich das mache. Weil ich bezweifle, dass viele Leute wirklich das Feature nutzen werden, weil die wenigsten das überhaupt wirklich kennen. Und ich verkack's einfach. Also, aber es ist Trial and Error und für so eine Combo aufsetzen braucht man auch ewig. Also wer es noch nicht gemacht hat, gerade wenn man keine genaue Vorstellung hat, was passiert, das ist schon so eine Kunstform irgendwo. Okay, ich sehe, der Launch Star muss höher. Ich habe auch schon eine Idee, was ich aus dem Launch Star rausmache. Und ich muss sagen, wenn ich so überlege, wie der Star hin muss, würde ich sagen, nehme ich den sogar zu eher. Oh scheiße, die Landmine, die spawnt schon. Ja, das war scheiße, denn... Ja, stimmt, der Star, die spawnt zu schnell. Ich kann den nicht als erstes setzen. Ihr seht, wie schnell der weg ist. Es ist halt, glaube ich, die Landmine hält die unendlich, das weiß ich gerade nicht. Wenn ich die da setze, bleibt die da unendlich, bis sie explodiert? Oder auf jeden Fall gibt sie mir genug Zeit, um das zu machen. Ja, verkackt. Aber der Launch Star war auch nicht gut platziert.
trotzdem, das fühlt sich gerade einfach an, als wenn man so richtiger Wissenschaftler wäre. Mir macht das gerade richtig Spaß. Das war wieder ein Scheiß-Placement. Ich muss da echt aufpassen am Anfang der Combo. Aber auch erstmal gucken, wie setze ich den Launch-Star? Der muss hoch. Ja, egal, ich will jetzt mal wirklich aufs Launch. Ich kann halt nicht hier so gehen, weil ich dann die Mine trigger. Genau so. Wait. Nee, das, damit kann ich nicht arbeiten, oder? Och, du solltest erst die Mine greifen. Nein, damit kann ich nicht arbeiten. Gut, dann wieder zurück zum Thema. Wie treffe ich mich selber? Das Placement ist besser. Ganz knapp daneben, ihr habt's gesehen. Wir nähern uns dem Launchstar. Und ich weiß auch schon, dass ich danach eine Falle brauchen werde. Schwer wird's erst jetzt, wenn ich alle Items auf den Haufen werfen muss. Ich glaube, nee, aber ich kann die Falle... Okay, andererseits, ich kann zumindest die Landmine setzen. Ich nenne das Ding übrigens so, auch wenn es wahrscheinlich nicht so heißt. Das ist, glaube ich, eh schlecht platziert. Aber ich kann die Landmine setzen und dann die anderen Items. Das Placement ist schrecklich. Well, es war eine Combo. Also, ihr seht vielleicht ein bisschen, worauf ich hinaus will. Wir brauchen das. Ich glaube, das ist zu hoch. Ja, ein bisschen zu hoch. Aber ich komme dem Ganzen näher. Der muss eigentlich direkt über dieser Plattform sein. Du meinst über der hier oder über der hier? Über der, auf der du gerade stehst. Deswegen, also es ist auf jeden Fall die Strategie, das Ding von hier zu werfen. Ich muss das aus einem Shorttop draus werfen. Hier ungefähr muss ich das werfen. Also schreibt auch gerne mal in die Kommentare, ich werde das auf jeden Fall mal hochladen, wie ihr das jetzt findet, so ein Video. Weil ich habe hier echt meinen Spaß gerade. Okay, das war falsch. Egal, wir probieren es einfach. Gut, vergesst es. Es ist relativ komplex. Ja, und sobald ich die Falle als erstes grab, ist eh... Das ist meiner Meinung nach so das größte Problem. Dass ich hier drei Items benutze, die ich nicht Z-droppen kann, wenn ich aus Versehen das Falsche grabbe. Also, wir haben das. Wir verkacken den Jump. Wir verkacken den Jump nochmal. Der geht noch ein bisschen hoch. Ich darf am besten gar nicht springen da oben. Weißt du, wie man diese Kombi nahezu unmöglich macht? Wenn Geistersend. Kombo nennt man das. Wenn Geistersend, mit dem man Items automatisch grabt. Ach, jetzt gehst du nicht nach oben, du Haufen Scheiße! Jetzt geht die Combo auf keinen Fall noch, weil... Das hat aber auch irgendwie das... es ist mies, den zu placen, den Launchstar.
Ich glaube, ich wollte gerade sagen, das ging leichter mit dem Charakter, der Walljump macht. Genau, mache ich von hier einen Walljump, ne? Weil da ist keine Mine dran. Das Gute ist, ich habe jetzt hier rausgefunden, dass ich das Ganze so placen kann und dann ist die Mine an erster Stelle. Und dann der Launch Star. Das klappt nicht. Ja, scheiß drauf, der wäre sowieso in der Mine im Launchstar gelandet. Der Launchstar ist gerade das größte Problem, aber den brauche ich auf jeden Fall. Die Landmine ist schon gut so. Es bringt nichts, das von da zu placen, hui. Verlorener Try, hui. Hui. Alter, wäre der jetzt zu mir und in den Upsmash geflogen? Das wäre ja mal saugeil gewesen. Aber naja. Wir leben weiter und weiter. Und warum habe ich die Sortierung diesmal anders gemacht? Das ist auch noch so eine Sache beim Z-Droppen. Hä? Warum ist die Sortierung jetzt anders? Und warum grabst du das Ding? Die Landmine despawnt sehr schnell am Boden. Damit muss ich auch ein bisschen arbeiten. Das ist schon wieder nicht gut. Ja, ich verkacke sowieso. Aber ich teste einfach mal. What the fuck? Erstmal. Was jetzt funktioniert mit dem Lobster? Ich weiß nicht. Er wäre nicht so reingeflogen, dass ich danach gut draus kombon könnte, auf jeden Fall. Der muss halt im besten Fall wirklich ziemlich genau hier sein. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, der wächst nicht direkt auf einer Plattform zu sein. Ja, das ist das Problem gerade tatsächlich. Ich glaube, das Placement ist gut. Ja. Also, so weit hat das schon mal geklappt. Aber ich sehe schon, es wird ganz schwierig. Die Stage hat Bock auf ihn. Es wird ganz schwierig. Ihr seht wahrscheinlich, der Plan ist, danach aus dem Launchstar ihn mit einer Trap zu spiken. Und dazu muss ich bereits hier unten stehen und die Trap... Also, dazu muss ich am besten aus dieser Situation raus hier landen und dann direkt die Falle, die hier bereit liegen muss, nach oben werfen. Was machst du gleich noch? Den Schritt davor nochmal. Fokus braucht's auf jeden Fall. Wow. Genau, jetzt kommen krasse True Combos. Können wir bitte mal auf K-Rool gucken? Dem sein Gesicht! Also, geh aus dem Weg. Also, was mache ich aus dem Launch daraus? Ich könnte auch versuchen, hier oben drauf noch irgendwas hinzustellen, in das er dann reingekombot wird. Aber welche Items aus einer Landmine machen bei Berührung Damage? Das ist das Problem, wenn ich hier so hinguck. Nicht viele, sag ich mal. Ich könnte probieren... Nee, ich kann das Ding von dem hier auch nicht behalten, weil ich dann die Back-Air nicht machen kann. Wie lange bleibt ein Kugel-Willi liegen? Ein bisschen abwarten. Das ist gerade wichtig, wie lange der liegen bleibt. Und offensichtlich relativ lang. Andererseits ist der an dem Punkt der Combo schon auf über 100. Da werde ich jetzt nicht gerade noch was draus kombon können aus dem Kugel-Willi. Das hier ist wirklich Leben einfach nur. Also, den ersten Teil der Combo, ich mach das jetzt auch einfach mal ein paar Runden einfach nur Launchstar placen. Ja, der müsste passen.
Ja, endlich war auf der Plattform da. Der war in der Plattform. Ja, ich glaube, ich hab raus, wie ich den werfen muss. Ich muss wirklich einfach hier und dann hier in dem Punkt des Jumps werfen. Gut, dann müssen wir das gar nicht mehr hier lange machen. Nochmal hier, zack. Das ist gar keine Frage. Das sind 100%. Und ich sehe auch schon, der fliegt auch ein bisschen zu weit hier drüber, als dass ich da... Vor allem, wo muss ich die Falle am besten hinlegen? Also, das Problem ist ja, dass die Falle auch schon da liegen muss. Verpiss dich. Also, wir legen das und das und das. Nehmen die Landmine, placen die, nehmen die Falle, den Launchstar. Passen auf. Verfehlen. Willst du mich flachsen, ne? Du wolltest nicht dich kaubohren. Ja, du musst mir das nicht sagen, das ist immer noch verdammt anstrengend. Also musst du nicht die ganze Zeit Trash-Talken nebenbei. Da fliegt er halt nicht rein. Das ist das Problem an den Spirits. Also, was wir auf jeden Fall brauchen, sind diese drei Items. Und dann müssen wir eben gucken, was wir ja oben machen. Super, ich sehe nicht, welches Item da drin welches ist, aber das war richtig. Warum fällst du runter? Ja, daneben. Warte, die Landmine ist auch despawned. Das dauert schon zu lange. Das dauert schon zu lange. Ich probiere erstmal, ob ich vielleicht ohne Items aus dem Setup schon irgendwas machen kann. Also ohne weitere Items, ist klar. Hä? Warum hat es dieses Mal nicht geklappt? Dass das gerade nicht geklappt hat, ist seltsam. Die Abwehr hat nicht getroffen. Ich könnte versuchen, wie lange halten Hasenohren, wenn ich sie... nicht die Uhr. Wenn ich sie mir aufsetze, bin ich dann theoretisch schnell genug, um... Ah ne, warte, mit den Dingern kann ich ja nicht den Move machen. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht schnell genug wäre, um dann hier hinten eine Back-Air rauszuholen. Was? Also der Anfang der Combo sitzt, aber was dann? Warte, ist es möglich irgendwie... eine Kiste hinzustellen und da drauf, nein, das geht nicht. Hol. Das geht nicht, Kacke. Ich
überleg gerade, ich schaff's auch safe nicht, wenn ich irgendwie hier das Ding vom Bohrer dann hochwerfe, dass den das hittet. Dafür passt das zeitlich nicht. Ja, ihr seht's, das ist ja jetzt schon am Boden, ja, und das ist jetzt schon am Arsch. Flieg rein. Warum fliegst du nicht rein? Ah, jetzt kommt wirklich der knifflige Teil. Wo schickt ihn der Launchstar genau lang? Das müssen wir ein bisschen analysieren. Der Launchstar ist ziemlich genau hier und schickt ihn auf diese Höhe entlang. Es wäre halt durchaus, wenn ich hier stehen würde, wenn das irgendwie klappen würde. Und hier eine Falle hochwerfen. Das wäre definitiv möglich. Aber zeitlich ist das Problem dabei. Wenn ich mir die Falle mal hier hinlege, dann mein Setup mache. Nicht runterspringen, jetzt bin ich zeitlich sowieso schon am Eimer. Ja, falscher Input. Es ist nicht unmöglich, so wie ich das sehe. Ich kann auch versuchen, zack, 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 zack. Ich darf halt nicht, wenn ich den Move mache, hier stehen, sondern ich muss hier runter. Ich muss hier runter. Das ist ein elementarer Punkt. Misplaced. Ja, okay, komplett im Arsch, vergesst's. Ja, das ist es halt. Das ist auch so eine Sache an solchen Kombos. Man darf halt nicht eine Bewegung falsch machen. Das ist eigentlich der Weltrekordlänge. Psst. Na, ich krieg das Placement vom Launchstar nicht mehr, wie es muss. Ja, vergiss es. Das Placement vom Launchstar passt nicht mehr. Weil ich mich so sehr beeilen muss, dass ich das verkacke. Und warum hat es jetzt das Scheißteil gespawnt? Ja! Nicht T-Baggen beeilen. Warum machst du Pivot F-Smash? Das war vom Placement her einer der besten Tries bisher. Ich glaube auch, das ist ein... Das ist gut so. Warum hat ihn das nicht gespiked? Oh mein Gott, hätte ich da getötet. Jetzt mal im Ernst, gefühlt könnte ich auch versuchen, damit was zu machen, dass ich tatsächlich... Andererseits, naja, dafür muss ich in Sour Spot halt landen und das ist Bullshit. Vor allem, wie habe ich den Sour Spot da getroffen? Nächste Runde. Ja, verloren, weil die Dinger wieder komisch schlagen. So, das Setup wieder
Das hab ich nicht gedrückt. Und du brauchst gar nicht die ganze Zeit so schadenfroh daneben zu sitzen. Entweder bist du ruhig oder du gehst. Ich muss mich hier verdammt konzentrieren. Warum? Warum schickt mich das dahin? Ja, komplett verschissen jetzt schon, vergiss es. Wenn ich jetzt hier nicht perfektes mit dem Item aufheben kann, ich sehe das auf den ersten Blick. An dem Try ist gefühlt alles kacke. Warum werde ich getroffen? Mein eigener Bohrer kann mich nicht verletzen. Ich muss wegen irgendwas anderem explodieren, was aber überhaupt keinen Sinn macht. Wieso? Versteht? Wenn mich mein eigener Bohrer verletzen kann, warum hat er es dann die... Weil ich bei den ersten Malen nicht darunter gefallen bin, aber ich muss das fürs Follow-up. Ich muss damit irgendwie dealen, dass wenn ich selber runterfalle... Ich sehe da Potenzial. Wenn ich das so mache, dann habe ich die Möglichkeit, ihn da draus zu backairen. Das wäre zwar jetzt nicht die allerkrasseste Combo, aber es wäre auf jeden Fall eine stabile Combo. Mit einem ganz simplen, aber effektiven Setup. Und warum werde ich jetzt wieder getroffen? Irgendwie trifft mich mein eigener Bohrer und ich muss einen Weg finden, das zu verhindern. So. Launch Star. So close! Das ist es! Das ist es! Das ist auf jeden Fall das System. Es ist jetzt nicht die krasseste Kombo und ich werde auch noch mehr machen. Aber das ist auf jeden Fall eine stabile Combo. Der Warpstar ist scheiße. Der Warpstar war bad. Aber ich will das jetzt schaffen. Ich bin so kurz davor. Ich weiß, es gibt auch Kompos, wo der Warpstar nicht genutzt wird, um den Gegner, sondern sich selbst zu katapultieren. Natürlich gibt's das, es gibt alles. Aber mit dem Warpstar ist das immer ein bisschen schwierig, weil man ziemlich viel Endlag aus dem raus hat und deswegen lange sich nicht bewegen kann. Und es gibt Kombos mit gefühlt allem, also. Das war aber noch nicht ganz true. Ich werde es nochmal versuchen. Aber im Prinzip, ihr habt gesehen, diesmal hat es geklappt. Ich weiß nur jetzt schon, dass wenn ich das wirklich einseitig ich meine Audio rausschneiden sollte. Ja, verkackt. Das war halt absolut nicht das, was ich mir vorher überlegt hatte, was ich hier gerade mache, aber... Warum bist du jetzt da? Das war absolut nicht, was ich mir vor dem Video überlegt hatte. Aber ich glaube, dass... Okay, es ist nicht so cool, aber das war halt einfach schlicht unmöglich, was ich mir ausgedacht habe. Diese Pivot-F-Smashs. Aber der Launchstar war sowieso bad platziert. Ich
meine, im Prinzip hab ich's schon, aber... Der ist schon wieder bad. Das war keine Back-Air, Mann! Ah, sad. Aber ich glaube, das zeigt es allgemein nicht als true an, wenn ich mir das so angucke. Egal, welchen Hit ich daraus lande. Das wäre sehr cool gewesen, aber ich habe definitiv nicht den Sour Spot mit eingeplant. Ja, verkackt. Aber man merkt halt, wie schon eine Routine reinkommt. Eine Routine, die so schnell geht, dass die Items sich in einer anderen Reihenfolge aufstellen. Und ich muss da wieder was anders machen. Da war der Winkel nicht gut. Ich will das jetzt schaffen. Ist der auf einmal da? Ja, der Versuch war komplett scheiße. Och, warum? Hallo, danke. Das Wegschmeißen nicht klappt manchmal. Ich mache ja irgendwie immer eine Down-Air gerade. Weil die einfach sicherer wirkt. Aber es geht nicht um Sicherheit bei so einer Combo. Das ist so close. Ich glaube wirklich, ich kann das gar nicht so machen, dass es als true angezeigt wird, aber... Warum Sour Spot? Hallo Kamera?
lass mal das stehen. War jetzt keine Back-Air, sondern eine Down-Air, aber scheiß drauf. Das war's mit diesem Custom-Combo-Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und oder Abo da. Mir hat's fett Spaß gemacht und ich werde sowas öfter machen. Wir sehen uns dann wieder. Bis bald. Und ciao. Gutes Timing.